Okay, weiter geht's mit Command & Conquer. Und ich werde jetzt die Musik und den Rest alles noch ein bisschen runterdrehen. Denn mir erschien das in der ersten Mission ein bisschen zu laut. Ihr könnt mir sagen, ob das jetzt besser klingt oder schlechter oder wie auch immer. Vielleicht war es vorher ja doch passend. Und dann fangen wir an mit der zweiten. Ich habe Sam 2 genannt. Aber, ach ja, jetzt sehe ich auch erst das Dilemma. Es wird immer nur die aktuelle Mission automatisch gespeichert und die vorige wird gelöscht. Deswegen gut, dass ich hier dann doch zwei einzelne gemacht habe. Dann kann ich direkt da laden. Man sollte sich nicht immer auf die automatische Speicherung verlassen. Immer schon selber machen. So. Captain Hunter! Nein! Empfange Nachricht. Einheit bereit. Die Defensivsysteme des Pentagons sind offline. Besetzen Sie mit Ingenieuren die Kraftwerke, um für Strom zu sorgen. Ja, Einheiten in Sicht. Im Prinzip ist es gar nicht so schlecht. Aufschwärmen. Jetzt hat man die Missionsziele schon verpackt. Melden uns zum Dienst. Hier, zack. Jetzt haltet's mal. Ach, dahin muss ich ja, scheiße. Alles klar. Ich dachte, ich muss nach rechts, nach links. Ja, Sir. Ich hab damit gar nicht gerechnet, dass ich... Ist halt blöd, wenn man keine Karte hat. Soll ich schon sagen. Soll ich gegen die ganzen Leute da ankommen, oder was? Wollte ich doch fertig machen. Infanterietrupp. Immerhin bin ich jetzt Sternetyp. Ich hab, was ich brauche. Und dieser Scheiß muss weg. Das ist echt so eine Kindersicherung, damit man auch ja das Ziel findet. Ja, Sir. Brauche ich nicht. Allein die Umrandung hier sind schon genug. Commander? Da oben kommen auch welche so Fanatiker. Hilfe. Fuck it. Einheit bereit. Kraftwerke dürfen nicht kaputt gehen. Warum ist hier alles ohne Strom? Haltet die Waffen bereit. Verstanden. Ich das eingenommen habe. Alles bereit. Melde mich zum Dienst. Commander? Gebäude. Kommt schon. Unsere Basis wird angegriffen. Melden uns zum Dienst. Scheiße. Gerade das Pentagon an. Ich muss es retten. Warum immer? Nur bei Nami. Haltet die Stellung! Dankeschön. Scheiße, lass mal eine Ingenieure rum. Nee, oder? Mission gescheitert. Was? Verarscht mich doch. Das kann ja nicht wahr sein jetzt. Wieso brauche ich denn noch Ingenieure? Es geht doch nur um diese Kraftwerke und die habe ich eingenommen. Kann ich nicht wenigstens mal Escape drücken irgendwann? So, laden wir neu. Machen das nochmal. War ja nicht viel. Geht schon wieder gut los, muss man sagen. Das sieht aus, als hätte Kane so ein Tattoo auf der Stirn von der Nordschlange. Oder Natte. Die Defensivsysteme des Pentagons sind offline. Immer wieder von selbst. Über hier abschalten. Treffpunkt bestätigt. So, und jetzt ganz schnell dahin. Geheimdienstdaten aktualisiert. Und alle schön zusammenziehen. Ja, Sir. Betreten Kampfzone! Jetzt bin ich schon ein Stück schneller. Es könnte sich als Vorteil erweisen. Eventuell. Stellung halten. Okay. Durchbrechen! Also den trotzdem schon ziemlich aggressiv zum Gegner. Von sich aus, obwohl der kein Spiel. Ich kümmere mich um alles. So. Alles bereit. So. Ich kümmere mich um alles. Ihr kommt an die Arbeit. Mitten rein. Bodenunterstützung. Wo? Oh. Kann ich das auch reparieren? Nein, weil es kaputt ist. Kann ich das reparieren? Ich hab kein Geld. Kann ich auch ohne Geld reparieren? Diese Energie verschafft dem Pentagon etwas Zeit. Infanterietrupp. Bewegung! Schleusen Sie einen Ingenieur in das Pentagon. Ja, hättet ihr mir vielleicht mal vorhin ein bisschen früher sagen sollen. Ist der Weg sicher? Alles bereit. Konnte ich ja nicht wissen. Das muss repariert werden. Einheit bereit. Haltet die Waffen bereit. Schnell in so Türen rein, dass ich mir in Sicherheit. Ich hab kein Geld, was soll ich machen? Ich brauche eine Basis. Ja, was für eine Basis denn? Die paar Türme hier. Boah, sie haben alles eingenommen. Gebäude repariert. Initialisiere Video-Uplink. Gute Arbeit, Commander. Das Radar ist wieder online. Im letzten Augenblick, denn wir sehen massive Truppenbewegungen von Westen her. Ich schicke die Koordinaten. Fackel. Oh, verdammt. Nord hat die Kraftwerke zerstört. Die Verteidigungssysteme sind offline.
viel Scheiße. Verteidigen Sie das Pentagon mit allen Mitteln. Ja, mit welchen Einheiten? Sie haben die Kraftwerke zerstört! Melden uns zum Dienst. Der Arsch zerstört. Besetzen Sie alle 4 Wachtürme mit Infanterietrupps. Alle 4? Das sind nicht meine hier. Ich kann nicht alle 4 besetzen, weil ich viel zu wenig Einheiten habe. Ihr verarscht mich doch. Commander, Infanterieeinheiten wie Schützen und Raketentrupps können ein Gebiet besser verteidigen, wenn sie sich in einem Gebäude befinden. Geben Sie Ihren Truppen einen Bewegungsbefehl, um sich in einem leeren Gebäude zu verschanzen. Ich glaube, ich hätte die nicht ignorieren sollen. Hä? Sie sind aber durchgelaufen, sie ist gestorben. Das ist sinnig. Mir ist das recht so. Ich laufe einfach durch, die erschießen mich und trotzdem übertrampel ich sie einfach. Meine Infanteristen. Cool, wie die schon schießen können. Ah. Ich dachte eben, es sind irgendwelche Spinnen, die da rauskommen. Ich meine, hier kann man nicht viel falsch machen gerade. Muss einfach warten. Da spielt es keine Rolle, was ein Schwierigkeitsgrad das ist. Ich will trotzdem mal kurz gucken, was in diesen Kisten da ist. Zum Glück gibt's die ja noch. Geld, 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 Geld. Einheit. Treffpunkt bestätigt. Auch bloß einen Rang. Ja, positiv. Toll. Verstärkungen eingetroffen. Oh! Oh! Komm her. Ja, ganz toll, wie ihr da rumfahrt. Lass euch doch gleich kaputt, warum vor euch übernehmen können. Auf der anderen Seite des Flusses gab es Probleme. Ich kann doch alles meine Infanteristen erledigen. Wozu meine Initialisiere Video-Uplink. Besetzen Sie die 4 Wachtürme? Diese BMTs sind Transporter. Ja, Sie können also Einheiten im Innern transportieren. Sie laden und entladen die Truppen ähnlich wie bei einem Gebäude. Zum Einsteigen geben Sie einen Bewegungsbefehl an die Truppen. Zum Aussteigen klicken Sie auf den Absetzen-Button und bin danach jetzt Commander auf das Ziel, wo Sie die Einheiten absetzen. Praktikant. So wie aus verschanzten Gebäuden schießen die meisten Truppen auch aus Transportern. Letzteres. So, wo muss ich hin? So richtig vernebelt ist es hier nicht mehr, aber immerhin sehe ich die Basis nicht. Konzentriert ihr euch auf die Infanterie. Wir kümmern uns um die Garnison. Grenadiere. Ich liebe sie. GDI-Grenadiere eignen sich hervorragend, um Gebäude einzunehmen. Befehlen Sie Ihren Grenadieren, ein feindliches Gebäude anzugreifen, um es vom Feind zu säubern. Das war ja ganz schlimm. Erwarten Befehle. Richtig cool, jetzt bin ich übermächtig. Ich liebe Grenadieren, echt die stärksten Infanteristen-Einheiten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Empfangen Nachricht. Die Bruderschaft von Nord hat auf dem Hügel einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Verhindern Sie, dass sich Nord zu einem neuen Angriff sammelt, indem Sie diesen vorgeschobenen Stützpunkt zerstören. Präzises Sie Ziel. Haben keine Chance. Präzise Angaben. Geheimdienstdaten aktualisiert. Jetzt seh's. Ich wusste, dass da einer war. Neues Bonusziel. Commander? Okay, Männer. Alles klar. Im Prinzip sind die jetzt schon übermächtig, glaube ich. Ich speichere mal. BMT erwartet Befehle. Soll ich es jetzt schon wagen? Ich kann ja keine Einheiten bauen, also muss ich es wagen. Ich kriege ja einfach keinen Bau. Also ich kann gar nichts daran ändern. Ach, da gibt es optionale Ziele. Scheiße erstmal drauf. Wir kommen. Ich schaffe meine Tür mal auch so. Ich kann ja keine Einheiten bauen. Ich kann nichts machen. Ich muss angreifen. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Unterwegs. Nähern uns Ziel. Wie weit können die eigentlich schießen? Unterwegs. Unterwegs. Bei Tiberian Sand ist ja schon die Hälfte der Karte. Wir kommen. So, wo soll ich denn da hoch? Da kann ich gar nicht hoch. Also hier hoch. Ich meine, ich habe hier irgendwann eine Basis bekommen. Ich kann doch nicht mit den paar Einheiten hier die ganze Basis kaputt hauen. Oder etwa doch? Operation läuft. Dann müsste man so die ganze Zeit spielen. Einen vollen Überblick hat man dann. Naja. Lieber nicht. Wo soll ich denn jetzt angreifen? Bestimmt ist hier haltet durch. Eine Stelle, womit sie nicht rechnen. Einheit wird angegriffen. Ich glaube, Grenadiere sind ähnlich wie so Flammeneinheiten. Wir kommen. Huhu. Feindliche Einheiten in Sicht. Hilfe.
Nähern uns Ziel. Und wenn man dann ein Gebäude mit Grenadieren angreift, dann sind, glaube ich, gleich alle tot, die da drin sind. Haltet durch. Bereit für Angriff. Feuer! Oh, ein Laser. Übel. Wie ich keine Chance. Wieso kann es doch nicht? Nee, das geht nicht. Ich habe keine Chance. Wie soll ich denn da irgendwie was ausrichten? Anrichten. Ausrichten war schon richtig. Aber anrichten auch. Wobei mich das eher an irgendwelche Essen erinnert. Man kann Essen anrichten. So. Übrigens, Dena Forborn, heute ist Silvester. Lasst es uns anrichten. Zum 90. Geburtstag. So, dann muss ich hier rum. Gruppentransport dürfen klar machen. Hier, ihr seht, sie fliegen und sobald sie da sind. Zeigen wir sie. Feindliche Einheiten in Sicht. Immerhin treffen die mich, ne? Feuer! Viel zu viel Munitionsverschwendung. Einige Granate wird schon reichen. Ich brauche unbedingt Verstärkung, aber keine Verstärkung. Fertig. Ziel bestätigt. Oha. Feuer. Nicht gesehen. Neues Bonusziel. Das kenne ich doch schon sonst. Hab ich schon auf der Karte gesehen. Waffen klar machen. Bereit für Angriff. Zeigen wir sie ihnen. Nähern uns Ziel. Voll brutal. Waffen klar machen. Ich mach dieses Bonusziel jetzt in der Hoffnung, dass ich danach Einheiten erhalte. Auch wenn ich nicht so bewegen bin, zu glauben, dass ich dann unterwegs einen Bau aufkriege. Commander? Das wäre ja zu schön. Nennen wir es 2. Einfach nur 2. Wie in alten Zeiten. BMT erwartet Befehle. So. Ist das ein Friedhof? Das ist ja riesig. Hier kommen. Nieder mit ihnen. Bereit kann für ich auch den Namen lesen? Nee. Ich dachte schon. Ziel bestätigt. Den Namen auf den Grabstein. Ich würde die Kaserne ja gerne einnehmen, aber ich habe wieder Geld noch. Einen Ingenieur habe ich noch. Überlegung wert, aber nee. Waffen klar machen. Ohne Geld könnte das nicht. Ja, wenn da oben jetzt Geld drin ist in der Kiste, dann überlege ich mir das mal. Ne? Bereit für Angriff. Einheit wird angegriffen. Macht sie fertig. Ziel bestätigt. Schon sehr stark, aber eben defensiv nicht ganz so. Macht sie fertig. Scheiße. Okay, vergessen wir das. Wenn da Einheiten rauskommen, ist mir das zu gefährlich. Weg damit. Wir kommen. Feindliche Einheiten in Sicht. Unterwegs. Ziel erreicht. Juhu. Oh, noch mehr Kisten. Was war das jetzt wieder? Heilung, glaube ich. Waffen klar machen. Ja. BMT ist einsatzbereit, Sir. Sehr schön. Da sind jetzt aber keine Leute drin. Keine Grenadiere, leider. Aber wo ist das euch? Gruppentransporter. Ich kann damit leben. Es kann losgehen. Gruppentransporter. Einheit befördert. Jo, ein BMT, Rang. Warum nicht? Ich speichere viel zu oft, das ist erst die zweite Mission. Aber man ist der kann ja nicht vorsichtig genug sein. Es kann losgehen. Bereit für Angriff. Was für ein Massaker. Waffen klar machen. Wir kommen. Unter der Brücke. Die ganzen Tierempfänger ausradieren. Hä? Zeigen wir sie ihnen. So. Ja, noch weg. Angriff. Zeigen wir sie! Feuer! Not mods, die gibt es einfach überall.
nieder mit ihnen. Ziel bestätigt. Ich bin so viel stärker, aber allein durch die Menge, die sie da haben, haben sie einen Vorteil. Ziel bestätigt. Unterwegs. Bringt es hinter uns. Nieder mit ihnen. Wo ist das so? Wie ist der Plan? Haltet durch. Macht sie fertig. Hab ich keine Chance, ich muss das so schaffen. Ich krieg nicht mehr Einheiten. Nieder mit ihnen. Zum Angriff. Aber sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Macht sie fertig. Korn. Sowas ähnliches wie ein Bau. Kleine Variation davon. Auf jeden Fall kann man damit zum Angriff. Gebäude bauen. Bin gerade nicht sicher, ob ich auch als GDIler Kräne bauen kann später. Als Mordler auf jeden Fall. Gruppenpanzmorder. Macht sie fertig. Hat doch gar nicht so schlecht geklappt. Einsatzziel erreicht. Moment, was habe ich noch für Ziele? Erobern Sie die Stadt zurück, indem Sie 4 befestigte Gebäude säubern. Scheiße, das habe ich Mission vergessen. Erfolgreich. Ich dachte, ich hätte es schon längst gemacht. Ich habe doch viel mehr Gebäude inzwischen. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ist doch unwichtig. Gute Arbeit, Commander. Sie haben das Pentagon gerettet. Aber leider ist die ganze Gegend hier noch in Gefahr. Wir haben mehrere Krisengebiete an der ganzen Küste. Nach Zurückeroberung von Langley Air Force Base werden Sie von nun an Luftwaffenunterstützung bekommen. Oder Sie greifen Hampton Roads an. Denn Nott hat Truppen dort. Wenn wir die Basis zurückerobern, schneiden wir ihnen den Nachschub ab. Und sie hätten außerdem sofortigen Zugriff auf die MBTs. Wenn diese 2 Anlagen gesichert sind, konzentrieren sie sich auf den Rest von DC. Ja, also habe ich jetzt 2 Missionen zur Auswahl, aber es ist völlig egal, ich werde beide machen müssen. Nur in einer anderen Reihenfolge, wenn ich das will. So, 7 Minuten, das ging ja sehr schnell. Und das sieht auch gut aus. Jetzt regt mich nur auf, dass ich das eine Bonus-Team nicht erreicht habe. Ja, fick dich. Aber dafür alle Geheimnisdaten. Cool. Kein Dienst, nicht Geheimnisdaten. Ach, keine Videosequenz diesmal. Ich dachte schon, das ist jetzt jedes Mal so ein langes Teil. Ach, jetzt kommt wahrscheinlich erst eine. Na gut, ich mache zuerst die hier. Nott konnte unsere Luftunterstützung ausschalten. Wir holen sie uns aber zurück. Am besten landen sie vom Wasser aus in der Nähe eines kleinen GDI-Vorpostens, der noch durchhält. Dort bereiten sie einen Angriff vor. Ich sorge für Marineunterstützung. Ja, auf dich verlasse ich mich. Keine Frage. Hab eigentlich noch genug Zeit. Ich spiele also noch die Missionen. Warum nicht? Hey, riesiges Schiff. Schlachtschiff. Oh nee, ich erinnere mich an diese Mission. Ist nicht so leicht. Schlafmittel nicht gewesen. Verstärkung. Dip-di-du. Das kann ich löschen. Und hier nennen wir SEM-3. Bereit. Haltet die Waffen bereit. Oh, fuck. Wir greifen an. Diese GDI-Basis ist das letzte Widerstandsnest sieht in dem so Gebiet. Viel aus. Schalten Sie die angreifenden Nordtruppen aus, um sie zu übernehmen. Sind so viele. Aber immerhin, ich hab Grenadiere. Die sind einfach unschlagbar. Ich brauche nur so lange, bis die einschlagen. Betreten Kampfzone! Mach sie fertig! Ja, solange die mich ignorieren, ist gut. Feind in Reichweite! Bleib schon dagegen. Hier, Feind unterwegs! Dann hab ich kein Problem mehr. Machen wir sie fertig! Oh, irgendjemand hat sie getroffen. Melden uns zum Dienst. Ich habe keinen Ingenieur, aber ich denke mal, ich stricke die Basis einfach so jetzt. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Das Oberkommando hat schnell reagiert. Da sind ja noch welche. Neues Bonusziel. Einsatzziel. Infanterietrupp. Neue Bauoption. Gebäude einnehmen. Grenadiertrupp. Geheimdienstdaten aktualisiert. Hier kriege ich Scharfschützen, ne? So war das doch. Habe ich nicht eben noch einen erwarten gesehen? Erwarten Befehle. Haltet die Waffen bereit. Was soll ein Silo hier so ganz... Stellt sich in Frage. Es gibt noch 2 intakte Landeplattformen. Wenn wir sie zurückerobern, haben wir Luftunterstützung durch die Orca. Auf jeden Fall. Dazu sage ich nicht nein. Nee. Ach, sogar ein Primärziel. Wow. Und 4 Scharfschützen muss ich retten. Wir könnten da reingehen und dann ein Ziel markieren.
Commander, die Landeplattformen werden angegriffen. Retten Sie die wichtigsten Gebäude so schnell es irgendwie geht. Entschuldigung, was für Landeplattformen? Wo denn? Scheiße. Kann ich irgendwann mal was bauen? Ach, wieso baue ich eigentlich nicht? Ausbildung. Hätte ich längst bauen können. Aber es ist immer so ungewohnt halt, wenn die Leisten nicht dauerhaft die Rechte ist, wie bei alten Command & Conquer spielen. Commander, unterwegs. Wieso kann das nicht reparieren? BMT einsatzbereit. Was macht der Wurfarm? Dem geht's ganz gut. Reichert sie aus! Einheit wird angegriffen. BMT einsatzbereit. BMT erwartet Befehle. Oh, vielleicht noch ein Sammler. Ich weiß aber nicht, ob sich das jetzt unbedingt lohnt. Commander, BMT einsatzbereit. Unterwegs. BMT, wie ist der Plan? Okay, wo sind denn hier jetzt Scharfschützen? BMT einsatzbereit. Sie haben keine Chance. Treibt sie raus! Kann ich die vielleicht von hier aus treffen? Nee, so weit geht's dann doch nicht. Aber die können mich treffen, ist klar. Aber voll klar. Raketen gehen weiter als der Wurfarm. Seid vorsichtig! Bravo 1 meldet sich zum Dienst. Na also, da sind sie. Wir graben uns hier ein. Okay, Männer. Auf zum Tiberiumfeld. Bereit. Schieß. Noch 2 Bravo-Teams im Stadtgebiet, Commander. Bam. 2 nur noch, die hole ich mir auch noch, auf jeden Fall. Geordnetes Ziel bombardieren. Ach so, mit dem da. Wie weit kann ich denn da? Ach, schade, nicht da hoch. Einheit zu schön. Befördert. Aber cool, dass ich da Commander drüber habe, oder das Schiff. Bringen wir es hinter uns, Commander. Kommt schon. BMT erwartet Befehle. Der Sammler sammelt zum Glück automatisch. Ausbildung. Die sind total schwach, die Pitbulls. Und eigentlich nicht wirklich notwendig, denn auch diese hier Commander, können Luft an Truppentransporter verteidigen. Luftangriffe abwehren und die Basis verteidigen. Oha. Schredderturm. Der ist gut gegen Panzer. BMT einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Meines Wissens, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das werden wir noch sehen. Wo sind Einheiten? BMT einsatzbereit. Ich sehe keine feindlichen Einheiten. Truppentransporter. So, erstmal schön viel bauen. Neues Pitbull ist einsatzbereit. In der Stadt. Wo? Da? Ne, 2 hier. Will ich auf jeden Fall machen. Das ist sinnvoll. Ist einsatzbereit. BMT, wie ist der Plan? Ich habe Ihre Codes. Verstanden. BMT einsatzbereit. BMT erwartet Befehle. Nähern uns Ziel. Operation läuft. Mal sehen, ob der aufgehalten ist. Scheiße, das sehe schon. BMT unterwegs, Truppentransporter. Habe ich irgendwo das Bild der Zivilisten? Es kann losgehen. BMT erwartet Befehle. Ich brauche einen Grenadier. Ausbildung. BMT einsatzbereit. Wo ist mein Ingenieur jetzt? Truppentransporter. BMT, wie ist der Plan? Grenadiertrupp bereit. Ach, der kann nur eine Einheit aufnehmen. Mann, meine Ausdrucksweise heute ist zu genial. Na gut. Es kann losgehen. Oder halt so ein Einheitstrupp. Einsatzbereit. Unterwegs. Ich muss mich auf jeden Fall hier ein bisschen verteidigen. Sieht man ja. Oh nee. Scheiß Granatiker. Sprengstoffgürtel. Zeigen wir sie. Die haben wir ja schon kennengelernt in der ersten Mission. Die nicht unterwegs. Schön. Unterwegs. Einsatz. Wir kommen. Oder fliegen sie aus den Fenstern. Nähern uns oben. Ziel. Bereit für Angriff. Operation läuft. Da sieht man so wie Raketen aus den Fenstern irgendwie. Das ist ja lebensecht. Dann mach auch noch. Sie fertig. BMT einsatzbereit.
Truppentransporter. Ja. BMT, wie ist der Plan? BMT einsatzbereit. Es kann losgehen. Melde mich zum Dienst. Bereite Kontrollcode. Das war nicht sehr schwer. Gebäude eingenommen. Und so ein Sammler. Ja, Sir. Geil. BMT einsatzbereit. Da ist sogar ein Sammler dabei. BMT erwartet Befehle. Das gefällt mir sehr gut. Sammler wird angegriffen. Zeigen wir sie ihn. Ach, mein Sammler in Ruhe. Der Scheiß. BMT einsatzbereit. Vorsicht! Auf sie! Auf sie! Unterwegs! Bereit für Angriff! Schnell! Nieder mit ihm! Einheit gefordert! Hier Bravo 2, vorsichtig! Hier wimmelt es nämlich von Nordeinheiten! Ach, da ist ja auch noch. Stimmt, ganz vergessen. Kann ich das auch direkt BMT, erledigen? BMT, wie ist der Plan? BMT einsatzbereit! Sehr praktisch! Noch ein Bravo im Stadtgebiet, Commander! Ach, den haben wir schon gerettet, oder was? Wo ist der Bravo-Typ? BMT, wie ist der Plan? Ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. Scharfschütze. Da sind sie. BMT, ein Fenster. Soll ich jetzt einnehmen oder warum ist das? Hä? Kein Plan. Commander? Das sollte eigentlich, nachdem ich das Ziel erreicht habe, nicht mehr irgendwo umrandet sein. Haltet durch. Einheit wird angegriffen. Es kann losgehen. Von? BMT einsatzbereit. Vor. Don't see anything. Schön, einen von uns zu sehen. Ah. Unser nächstes Ziel erreicht. BMT einsatzbereit. Gruppentransporter. Geheimdienstdaten aktualisiert. Das ist ja schön. Können wir mal hier immer wieder gucken, wo. Pitbull ist einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Panzer gebaut, wenn man das Panzer nennt. Unterwegs. Hä, was? Wen habe ich jetzt geschickt? Operation läuft. Pitbull ist einsatzbereit. Wow, so viele Einheiten. Sollte langsam reichen. Zumindest für das Ziel da oben. Oh, guck mal, alle. Das Schöne ist an diesem Spiel, dass man die Sammler hier nicht mit auswählt, wenn man zum großen Unterwegs. Weg macht. BMT einsatzbereit. Es gibt halt auch schöne Tastenkürzel, die ich alle immer ignoriere. Da ist Mauer, also muss ich hier durch. Bereit für Angriff. Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. BMT einsatzbereit. Oh, sind die schwach. Zeigen wir sie. Aber das Teil ist nicht ganz kaputt, es baut sich wieder auf, solange man die Teil nicht kaputt gemacht hat. BMT einsatzbereit. Das ist ja verkehrt, wir haben Kontakt, Sir. Ich will nie vergessen, das Teil noch zu zerstören. Haltet durch. Zeigen wir BMT einsatzbereit. Buggy. Wir kommen. Unterwegs. Wir haben die Notmats schon zwei Raketen. Macht sie fertig. Feuer! What the fuck? Wieso so schnell? BMT einsatzbereit. Übel, ich hab bald kein Geld mehr. Waffen klar machen. Bereit für Angriff. Sammler wird angegriffen. Unterwegs. BMT so, was war denn hier jetzt? Läuft. Ach, gar nichts. Das hat sich ja gelohnt. Feindliche Einheiten gehen in wir hoch. Unterwegs. Nehme ich mal Strom, die Saftsäck. Brauche ich der Ingenieure. Was war jetzt mein Erobern? Okay. Dann brauche ich vermutlich Ingenieure. Aber erstmal tue ich hier Waffen klar machen. Frei machen. Wenn ich Glück habe. Einsatzbereit. Ja, toll, passt doch auch. Geschlossen? Ja. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Es kann losgehen. Kann sein, dass ich die gleich automatisch bekommen habe, ohne Ingenieure. Wenn ihr alle kaputt sind vom Gegner. Waffen klar machen. Zeigen wir sie. Initialisiere Video. Klingt gut. Die Landeplattform ist gesichert, Commander. Perfekt. Jetzt schicken wir Ihnen die Orcas. Nehmen Sie sie ruhig in Anspruch und schalten Sie diesen Notstützpunkt aus. Danke für den Landeplatz, Commander. Wir hatten fast kein Kerosin mehr. Doppelklick und man kann alle auswählen vom selben Typ. Auch perfekt. Sache wesentlich einfacher. Und jetzt habe ich endlich geile Flugzeuge. Macht richtig Spaß mit denen. Denn ich werde jetzt wohl nur mit denen agieren. Mehr brauche ich gar nicht. Commander, durch Sicherung der Landeplattform stehen uns jetzt Transporter zur Verfügung.
Transporte? Das bedeutet, dass ihre Infanteristen und ihrer Fahrzeuge ab sofort die Möglichkeit haben, Ox-Transporter anfordern zu können. Genau, das habe ich schon erzählt. Auf diese Weise können unsere Einheiten natürliche Hindernisse und Bodenstellungen überwinden. Kontrolliert das ich bin dir schon einen Schritt voraus, Eva. Einsatzbereit. Ich brauche keine BMTs mehr. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Geht jetzt hier nur noch um Einheiten. Hey! Wie sie alle abrecken. Wieso kann ich... Ach, ich brauche Technologie. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Na gut, könnte Sander sein, dass ich jetzt Pech habe. Systeme online, Commander. Einheit wird angegriffen. Angriff. Orca-Einheit. Wenn ich keine nachbauen kann, dann habe ich ein Problem. Aber ich muss ja nur noch diese zwei Gebäude zerstören. Und das schaffe ich mit denen. Einheit befördert. Waffen aktiv. Oh, kann nicht wahr sein. Jawohl, wir haben sie. Toll. Aber immerhin reparieren sie nicht. Oder? Sieht nicht so aus. Das wäre auch noch schöner gewesen. Ich muss nicht mal hier einen angreifen und eindringen. Kann alles offen. Geht einfach ganz leicht aus der Luft. Und wie schnell die sich aufladen. Das wäre ein Traum gewesen für mich und so. So schnell lebe ich das Spiel. Roger. So, ihr geht jetzt da drauf und der System online. Das kaputt. Warten wir, wechseln. Ja, Tiberium. Flüssig Tiberium. Sammlung wird angegriffen. Und Mission clear. Einsatzziel. Alles erledigt, oder? Boah, war das einfach. Mission erfolgreich. Macht Spaß mit Flugzeug. Mit General ist sowieso schon super geworden mit den Flugeinheiten. 10 Minuten. Jetzt habe ich 2 Missionen in einem Video, es sei denn, ich splitte es. Mal gucken. Aber ich glaube, ich lasse sie sogar zusammen. Alles geschafft. Wow. Jetzt können wir die zweite Mission auswählen. Hampton Roads ist auch ein kritisches Ziel, Commander. Als Nott den Hafen einnahm, schnitten sie nicht nur unseren Nachschub ab, sie haben sich auch verstärken können. Sie sollten den Stützpunkt infiltrieren, das Radar deaktivieren und die Truppen ausschalten. Wir stellen ihnen unsere besten Kommandos zur Verfügung. Oh, das klingt vielversprechend. Das wird also schon eine größere Herausforderung, eventuell. Wir werden sehen. Aber nicht jetzt, das kennen wir. Wow, Kommandobot. Oder Kommandant. Also ist ja kein Bot. Das ist schon ein Mensch. Aber das ist ja nicht die zensierte Version. Und das sehen wir dann beim nächsten Mal. Mein Name ist Sam. Ciao, ciao.